Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Starfield. Wir haben hier wieder so einen Handelsautomaten. Können wir hier mal gucken, ob wir wieder was haben, das wir verkaufen können. So, wir haben hier wieder Tiefensucherhelm, Kleidung. Wieso sind die jetzt... Wieso sind die Sachen jetzt falsch einsortiert? Egal, muss ich später mal mitkommen. Aber jetzt erstmal wollen wir da lang. So, wer ist denn das? Sieht auch wohl ganz hübsch aus, die. Rainer Marquez, da ist sie. Du willst dich beschweren? Dann geh zu UC Security, nicht zur Vanguard. Ja, ich gehöre selbst zu Vanguard, Supra et Ultra, Captain. Captain Marquez, ich muss mit dir sprechen. Keine Beschwerden, das heißt, du könntest mir helfen. Versuchen kann ich's. Worum geht es denn? Ja, Reginald Orlais. Es heißt, du kennst ihn vielleicht. Ein gesuchter Mann versteckt sich in diesem Sektor. Ich muss ihn finden. Ich muss nach Etheria. Orlais. Machen wir das. Nicht, dass ich wüsste. Kannst du mir mehr über ihn sagen? Ich kann nicht allzu viel sagen. Ist eine heikle Mission. Er ist ein ehemaliger UC-Wissenschaftler, der wegen Kriegsverbrechen gesucht wird. Anscheinend lebt er in der Nähe von Etheria. Ein Mann, der bei Etheria lebt? Ja. Dem Gasplaneten? Genau. Ich kenne da nur ein Schiff. Dockt nie an, reagiert nicht auf Nachrichten. Sie nennen es den Warlock. Vielleicht steuert diese Orlais ja das Schiff. Ich kann dir die Koordinaten der Position geben, an der er zuletzt gesichtet wurde. Pass bloß gut auf dich auf. In diesem Teil des Himmels von Etheria ist ein altes Trümmerfeld. Sehr gefährlich. Viele Schrotter haben dort den Tod gefunden. Entschuldige, ich muss mich um was kümmern. Es ist an diesem Teil von Etherias Orbit so gefährlich? Was ist an diesem Teil von... Nun, der ursprüngliche Bau wurde vor Jahrzehnten während des Kreuzzugs der Schlange von Fanatikern von Haus Varun zerstört. Ah, okay. Aus dem Großteil der Überreste aus diesen Schlachten hat sich um Etheria herum ein fieses Trümmerfeld gebildet. Hin und wieder kommt ein waghalsiger Schrotter angehumpelt, weil er eine alte Mine getroffen hat. Und manche schaffen es auch gar nicht mehr zurück. Kannst du mir noch was über den Warlock erzählen? Also ich dachte immer, das wäre nur so eine Story, die sich gelangweilte Frachterpiloten zum Spaß erzählen. Dass er einen Namen hat, ist schon komisch. Man stelle sich mal vor, der Sensenmann hieße plötzlich Mitch oder so. Nee, der heißt Ferdinand. Ich frage mich, in den Trümmerfeldern verschwinden schon jahrelang Schiffe. Man hat immer vermutet, dass die Kombination aus Kriegstrümmern und der Schwerkraft von Etheria der Grund dafür war. Aber vielleicht hat jemand nachgeholfen. Okay. Sollte ich irgendwas über den Bau wissen? Über den Bau? Ja. Tja, da gibt es nicht viel zu erzählen. Ist ein ziemlich ruhiger Posten. Man hält nach Piratenausschau, dämmt den Schmuggel möglichst weit ein und rettet ab und zu mal jemanden in den Trümmerfeldern. Ansonsten hat man meistens mit Frachtern zu tun und hält sich für die nächste Runde gegen das Collective oder eine Offensive vom Haus Varun bereit. So, okay, ich nehme die Koordinaten. Klar. Hier, das sollte dich auf den richtigen Kurs bringen. Hol dir den Kerl. So, Schiffs-EM-Waffen beschädigen zufällige Systeme und können den Antrieb des gegnerischen Schiffs ausfallen lassen, woraufhin du es betreten kannst. Okay. Ich habe meinen Boss gefragt, wie sie neue Angriffe verhindern wollen. Er meinte, die besten Leute wären an der Sache dran. Da bin ich gespannt. Okay, aber wir gucken mal. So, Frachtraum, wie viel Platz haben wir? Oh, 1540 können wir insgesamt machen, aber wir haben nur noch 20.161 Credits. So, können wir hier eigentlich noch mehr... Der kann hier nicht eingesetzt werden. Der kann hier nicht eingesetzt werden. Der ist auf der agonischen Maid. Der. Kann auch nicht eingesetzt werden. So, die haben 1, 2, 3 Leute auf der agonischen Maid. Warum können wir.
Crew kann gelandeten Schiffen überall zugewiesen werden. Kann ich nicht zuweisen. Okay, warum nicht? So, wir wollen direkt in Cockpit. Egal, wir gehen jetzt so abdocken. Und wir sind frei. Ja, okay. So, wo müssen wir hin? In die Richtung. Oder? Nee, hier müssen wir dann vorbei an denen. Da müssten wir hin. Nein. Dahin. Eteria, genau. 208,4 LS, Lichtsekunden. Wahrscheinlich heißt das. Wollen wir mal hin. Das sieht aber cool aus, diese Szene. Eteria Wolfsystem. Zerstörter Plünderer. Ah. Jetzt bin ich neugierig, ob wir das hinkriegen da hinten. Was auch immer das da vorne ist oder da hinten. So, und das können wir jetzt gleich einsammeln. So, Eisen. Der alte Bau. Zerstörter Plünderer. Was? Mehr Schrott für die Felder? Genieße den letzten Augenblick. Staubkorn. Alle Systeme. Feuer bereit. Was? Ah, Teilchen geschützt. Da hinten treffe ich gar nicht. Der! Das ist die Warlock. Ach, wie geil ist das denn? So, so, kann ich da jetzt andocken? Genau, weiter auf den Grab. Autsch. Was war jetzt passiert? Du kannst wieder springen. Grafantrieb läuft. Okay, wo ist der hin? So, der ist dann nicht mehr feindlich. Was ist denn hier? Alles eingesammelt. Gibt die Wehrwiktis die Beweise zurück. Ich hätte ihn jetzt gerne eigentlich eher übernommen. So, hier gibt es aber noch ein paar Sachen, die ich jetzt einsammeln möchte. Das da. Zerstörter Plünderer. So, 500 Meter wollen wir da näher hinkommen. So, alles mal hier rein. Nehmen wir mit. Da hinten haben wir den alten Bau und warte mal,
Da wollen wir hin. Okay, das war jetzt ein bisschen mehr überraschend, statt... Ja, was, wie soll ich sagen, also... Ich habe jetzt nicht gedacht, dass der... So, machen wir die kaputt. Die auf uns da losgingen. Und dann da hinten nochmal. Aber okay, unser Schiff ist schon mal ordentlich stark, muss ich sagen. So, zerstörte Schiffe 4 von 15. Okay, die zählen alle dazu mit. Und zurück nach Alpha Centauri. So, das lädt jetzt und los. Jetzt dürfte nichts im Weg sein. Sprung abgeschlossen. Antrieb wieder normal. Du trittst in den Raum der United Colonies ein. Kurs beibehalten und auf Scan vorbereiten. Ja, alles klar. Scan abgeschlossen. Landefreigabe für New Atlantis erteilt. Gut, wo haben wir New Atlantis? Da. So, noch ein bisschen. Jetzt. Dann schauen wir mal. So. Hier müssen wir. Gib Victus die Beweise zurück. New Atlantis. Wir werden aber unser Schiff noch einmal ordentlich umrüsten dürfen. Weil das ist irgendwie ein bisschen ungünstig, wie wir den gebaut haben. Aber ich freue mich auch schon, sobald wir damit auf Stufe C aufrüsten können. Stufe B wird mir auch schon für den Anfang reichen. Sobald wir dahin kommen. Apropos, wir haben ja wieder einen Skillpunkt bekommen. Raumschiffdesign. Okay, drei weitere muss ich in diesen Baum hier entsperren. Die Schildkapazität deines Schiffs wird um 20% erhöht. Ja, wir gehen aber mal woanders. Forschung vielleicht. Hier haben wir noch gar nichts gemacht. Astrodynamik. Fortgeschrittene Technologie ist das eine, aber Geschick, Geduld und ein bisschen Liebe sind nötig, um noch mehr Leistung aus dem Graphantrieb eines Schiffs herauszukitzeln. Okay, das heißt, erhöht Graphsprungreichweite des Sprungantriebs um 15%. Forschungsmethoden, Analyse. Die Menschheit liegen nun zahllose außerirdische Welten offen und es ist unentbehrlich, all diese Daten der Oberfläche aus entziffern zu können. Fügt dem Handscanner einen optionalen Zoom hinzu und erhöht die Scan-Distanz auf 20 Meter. Oder hier vielleicht. Töte 20 Gegner mit einer Pistole. Ich glaube, Pistolen verursachen 25% mehr Schaden, ja. Machen wir mal ein bisschen mehr auf Pistole. Verzeugen hätten wir auch machen sollen. Okay, aber sind wir noch nicht so weit. Hier hätten wir auch noch hier drauf machen. Erhöhe deine maximale Gesundheit um 40%. Hätten wir darauf machen sollen. Da sind wir ja schon so weit. Okay, das können wir auch nochmal machen. Komplett verbrauchen. Rennen wir nochmal ein bisschen. Du wirst beim Betreten der Stadt gescannt. Okay. So. Ah, noch ein bisschen komplett verbrauchen. Noch ein bisschen rennen. So, alles verbraucht. Und ab in den Mass District.
So, und dann können wir hier wahrscheinlich nach oben. Ob ich New Atlantis vermissen werde, wenn Toni und ich gehen? Wie lange willst du das eigentlich noch sagen? Das hat sie mir, glaube ich, schon 4 oder 5 Mal gesagt. Also schon sehr oft. Unter Sektion 7. Gehen wir mal dahin. Und quatschen mal mit wer wiegt es? So, wir dürfen ja hier rein. So. Er wird aber nicht erfreut sein, wenn er tot ist, oder? Willkommen zurück, Captain. Moin. Gibt es Neuigkeiten über Dr. Orlais? Ja, er ist tot. Im Universum gibt es ein Monster weniger. Ich habe meinen Teil getan, jetzt bist du dran. Einmeldung, er ist tot. jetzt, komm, machen wir das. Aber bist du mir nicht noch etwas schuldig? Was? Einen Beweis? Hier hast du deinen Beweis, betracht ihn als meine Kündigung. Ich habe das hier, seine ID. Und wenn bei der Explosion alles in Flammen aufgegangen ist? Ach, komm. Ausgezeichnet. Leg ihn bitte im Transfersystem ab. Ach, das Ding ist das Transfersystem. Darf ich das überhaupt? Transfer akzeptiert. Na sowas. Er hat es all die Jahre behalten. Manche konnten diese alte Welt einfach nicht loslassen. Okay, nochmal. Sehr gute Arbeit, Captain. Ich kann dafür sorgen, dass die übrigen Teammitglieder zum Hauptquartier der Red Devils finden. Außer einem. Den wirst du leider selbst abholen müssen. Sein Name ist Kaiser. Du findest ihn auf der Freestar-Welt Nira, irgendwo auf dem Schlachtfeld. Das Gebiet war während des Kriegs Ground Zero für den Einsatz von Xenowaffen. Also bereite dich dementsprechend vor. Du meldest dich besser beim Major und Dr. Walker, bevor du dich auf den Weg machst. Kaisa wird Sicherheitsprotokolle haben, die du nur mit ihrer Hilfe überwinden kannst. Ich hoffe, das ist es wert. Sicherheitsprotokolle? Moment, ist dieser Kaiser ein Roboter? Ein militärisches Model A, ja. Er wurde im Koloniekrieg speziell auf die Bedürfnisse der Xeno-Einheit zugeschnitten. Eine mächtige Ressource, wenn alles klappt. Und warum hilfst du uns bei dieser Sache? Ich habe mein Leben den United Colonies gewidmet. Sie mit jeder Faser meines Seins beschützt. Ich gab ihnen sogar meine Erben. Meine Situation hat sich verändert, meine Ziele jedoch nicht. Okay, ich hoffe, das ist es wert. Du rettest die Galaxie, Captain. Wozu auf ein nützliches Werkzeug verzichten? Hat er mir jetzt die 3000 Credits gegeben oder jemand anders? Das geringere Übel. Der Shuttle Hadrian Bericht. Kriegsrelikte. Komm, wir gehen durch. Was ist denn das da? Kann ich das da aufmachen? Release. Kann ich leider nicht aufmachen. Ne, da war nicht der Ausgang, der war hier. Major Hadrian. Ich glaube, die wird nicht erfreut sein, wenn ich ihr jetzt verrate, ihr Daddy ist am Leben. Also ihr Erschaffer, sagen wir mal so. Erzeuger kann man schlecht... Ja, war etwas? Muss ich jetzt wirklich zur Bahn? Warum bin ich jetzt eine Etage tiefer ausgestiegen? Nein? Ja, ich muss zur Bahn. Warum bin ich nicht da ausgestiegen? Ich habe das Gefühl, heute wird ein schöner Tag. Findest du nicht auch? Nö. Raumhafen. So, okay, dann ist jetzt nur die Frage, wo könnte jetzt Dingens hier sein? Hadrian, wo ist sie? Wenn die jetzt im Raumhafen ist.
Wahrscheinlich wartet sie bei mir in der Nähe vom Schiff. Wir haben jetzt aber auch lange nichts mehr mit der Constellation zu tun gehabt, auch wenn Sarah bei unserem Schiff hantiert und Barrett. Du bist bei der Vanguard, stimmt's? Danke für deine Dienste. Jo, du kein Thema. Du hast beim Betreten der Stadt gescannt. Bitte weitergehen. Welche Mission ist jetzt wirklich aktiv? Hier, Kriegsrelikte. Erstatte Hadrian Bericht. Wenigstens hier unter das Licht. Das finde ich nice. So, und rein. Warum haben die den Durchgang nicht gemacht? Also, wir müssen wirklich nach oben. Ich will nicht, dass da das Ding ist. Ich will, dass der Durchgang hier ist. Und nicht durch meine Kapitänskajüte, ja? Was soll denn das? Das gefällt mir jetzt gar nicht, dass das hier bleibt. Egal. Das wird noch alles umgebaut. Das kriegen wir früher oder später irgendwann hin. So, und abheben. Fluglaufbahn berechnet. Positionsmanöver. Und jetzt sind wir im stabilen Orbit. So, da wollen wir hin. Ins Sollsystem. Komm, wir machen mal so. Unsere winzige Blechbüchse voll fragiler Menschen wurde durch die Sterne geschleudert. Kurs beibehalten, während wir nach Schmuggelware scannen. Ja, ihr könnt scannen, ich habe keine Schmuggelware. Noch nicht. Erledigt. Willkommen auf dem Mars. So, da wollen wir hin. Zur Karte. Auf nach Sidonia, erstatte Hadrian Bericht. Sidonia. Komm, wir landen direkt da. Der Terrormorph-Angriff auf New Atlantis hat Hadrians schlimmste Befürchtung bestätigt, nämlich dass Terrormorphs immer häufiger erscheinen. Ich habe da ungutes Gefühl bei der Sache, dass die wirklich immer häufiger kommen. Okay, wir müssen nach da hinten. Aber ich finde es auch heftig, wie der Mars hier am helllichten Tag aussieht. Der läuft seitlich. Wieso guckt er immer nach... Der soll aufhören, nach links zu schauen. Was ist denn immer links?
Wie ist das, wenn man nach rechts guckt? So. Nein, ich wollte schon sagen. Ist mir das Spiel kurz hängen geblieben. Extreme solare Strahlung, Planetenzustand. Hat aber auch gedauert, bis das angezeigt wurde. Wir müssen aber wirklich sehr, sehr weit, um dahin zu kommen. Hätten wir vielleicht doch direkt da landen sollen. Ich habe jetzt gedacht gehabt, die werden in Sardonia direkt. So. Aber ich mag das, wie hoch wir hier auf dem Mars springen können. Aber dass wir trotz dieser Gravitation so schnell rennen können, hätte ich jetzt nicht erwartet. Und nochmal hier. Nice. Kann es sein, dass das Ding da weiter weg ist als sonst? Vom Gefühl her ist das weiter als sonst. Ich finde das ein bisschen heftig, so wie meine Körperteile hier, also von meiner Figur, so wegglitschen und so weiter. UC Security? Sollen wir was reparieren? Schiss, Wartungstechnik, oder? Kann ich dir irgendwie helfen? Klar, nur zu. Hat der andere Teile? Wenn wir jetzt mal gucken. So, Schildgenerator. Ja, das Ding ist schon B. So. Ja, eigentlich nicht. Frachtraum Storm Max 60. Da brauche ich Raumschiffsdesign, um den zu kriegen. Der kann aber 435 machen. Würde ich irgendwann gegen die Dinger austauschen. Sein, wir kriegen bessere. Ne, der hat bisher kein besseres als das, was wir haben. So. Antrieb Supernova. Auf die Dinger will ich noch irgendwann hinarbeiten. Auf C. Aber Preis 18.145 dafür. So. Gut, dass wir auch die Dinger haben. Ich hätte vielleicht die Dinger nehmen können. Die sehen auch cool aus. Helium 3 Tank. M40 Ulysses. Ah, Tank ist immer Helium. Okay. Aber der hat bisher...
Der sieht cool aus. NG 300. Max Energie 11. Was ist das, was wir haben? Ich glaube, wir hatten den hier. Der hat einen 9. Grafsprungschub. Der hier wäre... Der wäre enorm. Aber okay, mehr hat er nicht. Gut, gehen wir mal rein. Wir dürfen ja. So, Hauptquartier der Red Devils. Okay, sieht jetzt ordentlicher aus. Und jetzt mit Licht. Wer ist denn das da? Freestar Collective Beobachter. Hat sich jetzt tatsächlich hier entwickelt. Ja, was? Wer bist du? Der hat keinen Namen. So, nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Da ist ein ein Terramorph. Ah, apropos, wir haben hier ein Forschungslabor, genau. Das hier, Forschungslabor. Wir haben ja wieder neue Items, die wir vielleicht hier nutzen können. Der ist... Okay, dann gehen wir hier. Hier haben wir was. Parser. Dann haben wir das jetzt auch fertig. Der ist blockiert, okay. Und hier Dekorationen können wir auch nochmal Fasern reinpacken. Ist jetzt auch fertig. Haben wir hier irgendwas? Nö. Wir müssen hier ein bisschen mehr skillen, um da weiter voranzukommen. Wie ist denn das da? Lieutenant Gualta Acevedo. Dieser verdammte Planet. Wenn man lange genug weg war, blendet die Erinnerung das Unschöne aus. Zum Beispiel, was für eine Staubhölle der Mars ist. Also, was brauchst du? Ich wollte mir nur vorstellen, Captain Max Deus Vanguard, ich arbeite mit Hadrian. Du bist ja ein wahrer Sonnenstand. Was stimmt denn am Mars nicht? Ach, nichts. Es gibt nichts Schöneres, als jede einzelne Kiste abbürsten zu müssen. Also sagst du mir jetzt, was du brauchst, oder kann ich weiterarbeiten? Ich brauche nur ein paar Vorräte. Gehörst du zum Projekt? Die Vorräte sind nur fürs Personal. Ich bin Captain Max Deus Vanguard. Ist mir ein Vergnügen. Ah, du bist das. Ja. Man sagte mir, wir würden vielleicht zusammenarbeiten. Ich mag die Vanguard nicht. Nee? Aber ihr zwei scheint die New Atlantis ja mitten im Getümmel gewesen zu sein. Die Kinder meiner Schwester leben in der Stadt, also... Vielen Dank. Ich bin wirklich nur hier, um Vorräte zu kaufen, ja? Moment mal, du hast, was hast du denn gegen die Vanguard? Ich bin nicht der Einzige, der meint, die UC sollten ihr Geld zuerst ihren eigenen Leuten geben. Nicht irgendwelche dahergelaufenen Außenseiter mit Credits überhäufen. Aber wenn ich mir dich so ansehe, ist das Programm wohl keine komplette Verschwendung. Ich weiß zu schätzen, was du für New Atlantis getan hast. Ich bin wirklich nur hier, um Vorräte zu kaufen. Aber klar doch. Das geht in Ordnung. Hier, das habe ich auf Lager. So, mal gucken. Waffen hatte aufgemotzte Orion. Lasergewehr Ra. Die sieht mega aus. Orion. Pacify. Reckless Bomb.
Alter, was? 84.000 kostet die? Alter. Modifizierte Orion? Ich will die Orion haben. Schleichen EM Orion? Die will ich haben. Ich nehme die. Die hätte ich eigentlich am liebsten, aber 11.098 ist mir doch ein bisschen zu teuer dafür. Anzüge. UC Marine. UC Urban War. Okay. War Dog. Alter, sieht die heftig aus. UCS. Us. UC Marine. Und UC Us. Was hat unser Rucksack hier? Unter Helme. Ich finde es interessant, dass immer die Dings hier. UC Navy gepanzert. UC Navy Dienst. Und dann nochmal UC Navy. Mütze. Okay, Kopfbedeckung. So, die neue Waffe. Wo ist denn die da? Die packe ich mit hier rein. So, wo ist denn die gute Dame? Moin! Du warst so lange weg, dass ich schon dachte, du wärst versetzt worden. Wie fühlt es sich an, ein Bürger zu sein? Also eigentlich fühlt es sich fast genauso an wie vorher. Bin ich gerade begeistert, mit einer Gruppe wie den United Colonies in Verbindung zu stehen. Weißt du, ich hatte diese Bürgersache fast vergessen. Seither ist eine Menge passiert. Ja, fühlt sich nicht an wie vorher. Wie du meinst. Ich erinnere mich noch an die Zeremonie. Stand mit 19 Jahren auf dem Vordeck vom Mast. Sah die ganze Stadt. Einer der stolzesten Tage meines Lebens. Aber es ist toll, dich wieder hier zu haben. Wir haben die Terrormorph-Daten analysiert und... Nun, wir werden jede Hilfe brauchen, die wir kriegen können. Okay. Diese Protokolle sind noch gründlicher, als ich sie in Erinnerung hatte. Genetik, Populationsdaten, selbst die verdammte Nahrungskette. Ich hatte zum Beispiel völlig vergessen, dass es mal eine Kreatur gab, die Terrormorphs fraß. Im Moment haben wir durch diese Daten jedenfalls mehr Forschungsoptionen als verfügbare Leute. Was für ein Monster frisst denn bitte Terrormorphs? Das interessiert mich. Naja, fraß. Diese große, schwerfällige Kreatur ist vor Jahrzehnten ausgestorben. Sie hieß Aceles. Das würde ich gerne genauer erforschen, wenn wir die nötigen Leute dafür hätten. Nun, dann wird es dich bestimmt riesig freuen, dass dein Forschungsteam auf dem Weg hier ist. Das wäre ja mal der Hammer, was? Moment, ist das etwa dein Ernst? Ja. Im Ernst? Unser Forschungsteam? Das ist unglaublich. Das beschleunigt alles. Wenn sie zurück sind, werden wir... Was? Kaiser? Du hast Kaiser gefunden? Er ist als Nächstes dran, aber ich brauche wohl deine Hilfe wegen seiner Sicherheitsprotokolle. Ja. Was ist denn so besonders an diesem Kaiser? Kaiser ist einzigartig und genau auf unseren Arbeitsinhalt zugeschnitten. Unfreundliche Bestien in feindseliger Umgebung. Es gibt keinen zweiten Roboter wie ihn. Und du konntest ihn wirklich ausfindig machen? Er ist der Nächste dran. Das stimmt. Die brauchst du. Wer auch immer dir diese Spuren gab, ist bestens informiert. Wie ist es dir denn gelungen, sie zu finden? Eigentlich hat dein Vater sie gefunden, François Sanon, erlebt. UC haben ihn inhaftiert. Das ist nicht lustig. Also, wie hast du sie gefunden? Hadrian, ich möchte, dass du mir zuhörst. Dein Vater ist am Leben. Ich bin ehrlich zu ihr. Erwischt, ich konnte ihn dank einiger Freunde bei der Vanguard auf. Nein. Nee, ich bin das ehrlich. Ist Wahnsinn. Er ist tot. Sie haben ihn hingerichtet. Sie haben seinen Tod vorgetäuscht? Ja. Meine ganze Einheit. Sie warfen uns den Wölfen vor.
Aber ihn behielten sie? Und jetzt ist er, was? Berater? Kommandiert insgeheim die Flotte? Was war so wichtig, dass sie ihn am Leben lassen mussten? Sie benutzen ihn, um kriminell aus dem Koloniekrieg aufzuspüren. Das vorherige Kabinett dachte, er sei zu nützlich, um ihn loszuwerden. Eigentlich ist er heimlich der Präsident. Wir haben die ganze Zeit seine Befehle befolgt. das vorherige Kabinett dachte, er sei zu nützlich, um ihn loszuwerden. Bestimmt. Sie haben im Laufe der Jahre so viel in ihn investiert. Sie gaben ihm sogar eine Familie, die er nicht wollte. Ich denke, es liegt trotzdem nah, oder? Die Colonies jener Ära erschufen mich nur, weil sie Angst vor einer Welt ohne Vervictis an der Spitze hatten. Warum sollten sie ihn loswerden wollen? Solange ich lebe, werde ich nie die Loyalität diesem alten Mistkerl gegenüber verstehen. Es tut mir leid, dass ich das Thema angesprochen habe. Die Menschen sind bereit, viel zu ignorieren, wenn man Ergebnisse erzielt. Ich weiß nicht, er ist irgendwie charmant auf eine gruselige serienmörderische Art und Weise. Nee, die, ja, es tut mir schon leid, dass du musst dich für nichts entschuldigen, weil die Colonies eine Menge furchtbarer Dinge für diesen Mann getan haben. Aber trotz dieses Wissens und obwohl sie ihn die ganze Zeit am Leben gehalten haben, weißt du, was ich da denke? Hoffnung. Es gab niemanden, als ich nicht bei den Colonies war. Keine Red Devils, keine Familie, aber die alte Welt, in der ich niemand und mein Vater wichtig war, gibt es nicht mehr. Dank unserer Taten habe ich wieder einen Platz, ein Ziel. Und zwar endlich eins, auf das ich stolz sein kann. Wir beide werden ändern, wofür die Colonies stehen. Also ist es mir egal, ob Vervictis lebt oder tot ist. Soll er verrotten. Wir sind es, die besiedelten Systeme und die UC besser machen. Du gehst viel besser damit um, als ich erwartet hatte. Aus der Vergangenheit der Kolonie etwas Gutes machen? Das kann ich unterstützen. Weißt du, ich würde am liebsten wieder zur Tagesordnung übergehen. Du bist also wirklich bereit, den Kolonies zu vertrauen, nach allem, was sie getan haben? Also ich würde denen nicht vertrauen, aber okay. Nein. Aber ich will versuchen, sie zu verbessern. Die Colonies, die meinen Vater am Leben hielten, die mich rauswarfen, diese Leute haben nicht mehr das Sagen. Und die, die es haben, nun, sie bieten uns eine Chance. Es liegt an uns, etwas daraus zu machen. Weiß ich, würde am liebsten wieder zur Tagesordnung. Ah, nee, das wollen wir nicht. Wir wollen... Ich lasse nicht mein ganzes Leben von diesem Mann bestimmen. Nicht mehr. Denn vergangene Entscheidungen können wir nicht ändern. Wir können nur versuchen, jetzt die richtigen Entscheidungen zu treffen. Also, kommen wir zum eigentlichen Thema zurück. Mein Vater händigt einfach aus heiterem Himmel die Informationen über das Forschungsteam und Kaiser aus? Das stinkt zum Himmel. Aber wie sollte er davon profitieren können, uns zu helfen, Terrormorph-Angriffe zu stoppen? Auch wenn du auf jeden Fall vorsichtig sein solltest. Was würdest du davon halten, Kaiser zurückzubringen? Was glaubst du, warum Vervictus uns hilft? Ich weiß wirklich nicht, was sein Ziel sein könnte. Bei der Verhinderung von Terrormorph-Angriffen zu helfen, nach all dem Schaden, den er angerichtet hat? Da passt doch was nicht. Aber ja, offenbar weiß er genau, wie wertvoll es wäre, Kaisa an diesem Projekt zu beteiligen. Ich denke nach wie vor, wir sollten uns das näher ansehen. Wenn du dazu bereit bist. Ich spüre Kaiser auch. Ich halte die Entscheidung für richtig. Aber wenn Kaiser die ganze Zeit auf eigene Faust unterwegs war, brauchst du ein paar Dinge. Okay. Was brauche ich denn? Major Hadrian Sennen. So. Ich hoffe, ich kann die auch in meine Crew holen oder so. Wir brauchen definitiv aber... keine Ahnung, was das gerade war. So, okay. Ich weiß, es ist hier irgendwo. Aha! Hier, Kaisers Baupläne. Aktuatoren, Waffen, Batterien.
Dieser alte Roboter war lange verschollen, also braucht er wahrscheinlich Reparaturen. Außerdem ist seine Sprachsteuerung gesperrt. Mit dem folgenden Satz erhältst du die Autorisierung. Nos Belli Machinis. Also, wo genau ist die alte Maschine? Im Freestar-Territorium. Er spaziert auf dem Schlachtfeld einer alten Welt, namens Nira herum. Ground Zero für den Einsatz von Xenowaffen. So wurde es mir beschrieben. Moment, schlägst du vor, dass ich ihn repariere? Ganz allein? Ist eigentlich halb so wild. Solange er auf einem Planeten mit einem gewissen Maß an Zivilisation ist, solltest du so gut wie alles Nötige zusammenschustern können. Er ist doch auf so einem Planeten, oder? Im Freestar-Territorium. Ein Schlachtfeld? Auf Nira? Oh Mann, dann ist es ja kein Wunder. Dieser Sektor von Nira war während des Krieges das Hauptziel für Xenowaffen. Dazu kommen noch die verheerende Umweltzerstörung und die Gesetzlosigkeit, die auf allen Freestar-Welten herrscht. Der Planet bietet reichlich Möglichkeiten für ein vorzeitiges Ableben. Aber es gibt da einen Ort, an dem du deine Suche beginnen kannst. Yep. Fürst von Schrotternich. Lizenziert an Angelo Alonso. Nennt sich Jell. Das wäre doch ein guter Anfang. Okay, dann was kannst du mir noch über Nira sagen? Der Koloniekrieg war oft brutal, aber Nira hat es am schlimmsten erwischt. Okay. Alles, was das Freestar Collective und die UC aufbringen konnten, also Bodentruppen, Xenowaffen und Mechs, kam dort zum Einsatz. Beide Seiten hofften, etwas würde das Blatt entscheidend wenden. Tat es aber nicht. Als der Krieg endete, waren große Teile dieser Welt so schwer verwüstet, dass sie praktisch aufgegeben wurden. Was Kaisa ausgerechnet dort macht, da kann ich nur raten. Was macht Kaisa im Kampf gegen den Terramorph so wertvoll? Kaisa verleiht unserer Arbeit bei Außeneinsätzen ein Maß an Präzision, das ohne ihn undenkbar wäre. Wir prüfen mehrere Optionen. Detektoren, um die Terramorph-Transmissionsmethode aufzudecken, oder die Entwicklung eines gezielten biologischen Kampfstoffs. Sie zu testen erfordert extrem spezifische Materialien. Wenn wir Marines als Begleitschutz für derartige Missionen hatten, endete das normalerweise mit ruinierten Proben. Und verletzten Kollegen. Okay, dann auf nach Nira. Und ich sorge dafür, dass wir ihn sinnvoll einsetzen können, sobald du ihn hast. Suche auf Nira nach Kaisa. Gut, wir machen uns auf den Weg. Holding Cell C. So, Marsoberfläche. Ich hoffe, mein Schiff steht jetzt hier. Ja, es steht jetzt hier. Nice. Da ist ja noch ein Schiff. Aber wenigstens meiner hier. Aber ich frage mich immer noch, wie groß kann ich hier tatsächlich bauen? Und jetzt müssen wir einen ganz bescheuerten Umweg machen, um zum Cockpit zu kommen. Das mit dem Umweg, das gefällt mir gar nicht. Mir wäre es lieber, wenn wir hier durch könnten einfach. So. Ich liebe Kaffee. Aber noch viel, viel besser, wenn ich es was über dich sehe. Okay. Ab auf den Pilotensitz. Ich mag eigentlich unser Schiff. An sich, der sieht cool aus. Wir können los. Anschnallen bitte. Oh, die Framerate ist gerade abgestürzt, extrem auf unter 40 gerade, ganz kurz. Orbitaleintritt fertig. Tanzen wir zwischen den Sternen. So, wir müssen in die Richtung.
So, Narion? Komm, los! Komm, der Graf hat... Ja, jetzt. Jetzt bin ich gespannt, wie es auf Nira sein wird. Sind Grafsprünge nicht das Größte? Ich mag die auch. Hier spricht Faradise Budget Tours. Einige Leute auf dem Schiff wollen mit einem richtigen Captain sprechen. Wäre schön, wenn du Zeit hättest. Falls nicht, ist das aber auch in Ordnung. Okay. Antworte nicht, falls du beschäftigt bist. Ich bin erstaunt, dass du antwortest. Ja, mach Darf mal. Ich die erste Frage stellen? Ich rede noch mit dem Captain. Cindy legt die Reihenfolge für alle fest. Bist du bereit dafür? Das ist ein lustiges Trüppchen. Okay, ich bin gespannt. Ich stehe gern Rede und Antwort. Ja, machen wir mal. Sehr hilfsbereit. Okay, wer ist dran? Erste Frage. Besteht das Leben eines Captains nur aus Nervenkitzel? Wie in dem Film Der Interceptor kehrt zurück? Momentan kann man sagen, ein Film über mich werde noch fantastischer. Mann, das klingt so glamourös. Der Captain hat bestimmt viel zu tun und keine Zeit, alle Fragen zu beantworten. Wenn du dir ein Schiff leisten kannst, bist du bestimmt reich. Bist du Single? Grundgütiger. Ein Schiff instand zu halten ist nicht billig, das stimmt. Ich komme über die Runden. Ich bin Single und noch zu haben. sagen wir mal so, das Leben hat es gut mit mir gemeint. Ich verstehe nicht ganz, was dich das angeht. Komm, ich gebe mal das an. Weiter geht's. Der nächste bitte. Letzte okay. Frage. Letzte. Wenn du die verdammten Politiker dazu bringen könntest, eine einzige Sache zu ändern, was wäre das? Natürlich immer eine Politikfrage. Immer will irgendjemand über Politik reden. Das ist, es müsste mehr Budget für die Sicherheit ausgegeben werden. Das Problem ist, dass ein Großteil des Weltraums frei und dadurch niemand zuständig ist. Das solltest du lieber jemand anderen fragen. Eine neue politische Führungsebene, die aktuelle Politik ist unterqualifiziert und leistet nichts. Ja, das kann man auch tatsächlich zur heutigen Zeit sagen. Ich glaube, das ist irgendwie aber auch ein Thema jeder Generation. Jeder politischen Generation. Dass man immer der Meinung ist, die sind unterqualifiziert. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass das vom Kopf her scheiß schwere Arbeit ist. Und gerade auch, ich will mich jetzt da nicht reinreden und meine Meinung da jetzt groß kundtun. Da können sich die Meinungen immer gerne scheiden. Aber ich sag mal, das Problem ist, dass ein Großteil des Weltraums frei und dadurch niemand zuständig ist. Die Regierung soll sich also noch mehr einmischen. Das ist ja mal eine tolle Idee. Danke, Captain, für die willkommene Pause. Stimmt es, dass Captains in jedem Raumhafen jemanden haben? Jemand Besonderen? Für Amore oder es? Darauf musst du nicht antworten. Ein dickes, fettes Nein. Entschuldigung, aber mein Privatleben geht nur mich etwas an. Die Raumfahrt ist genauso, wie sie in den Liebesroman dargestellt wird. Nur noch etwas pikant. schön, euch alle kennenzulernen. Ich mach mal das hier. Wusste ich doch. Das war's. Geht zurück auf eure Plätze. Schaltet das Mikrofon aus. Du hast eine Engelsgeduld. Diese Gruppe ist recht energiegeladen. Ja. Hier sind ein paar Credits für dieses authentische Erlebnis. Hier spricht der Captain. Es geht bald weiter zu unserem nächsten Ziel. In 5 Tagen sind wir in Neon. Gebt also noch nicht euer ganzes Geld aus. Astral Lounge, ich komme! Meine Güte. Okay, das war jetzt sehr interessant. Aber cool, dass sowas auch noch gibt. So, dann wollen wir mal in die Richtung. Nira, wo müssen wir denn hin? Wir müssen da unten. Okay. First von Schotter nicht. Anlage, okay. Landen wir mal da.
Fahrwerk bereit. Runter mit uns. Und verlassen wir mal. So, Fauna, Flora, Ressourcen gibt's hier, okay. Sind die feindlich oder? Ich hoffe, die sind nicht feindlich. ...0,61 sind wir hier, okay. Ist aber auch ein warmes Gebiet, also 31 Grad. Aber kein Sauerstoff. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Thermoparasit. Und den lassen wir mal, der ist jetzt nicht mir gegenüber feindlich gesinnt. Ja, wie kommen wir da hin? So, Luftschleuse. Wahrscheinlich müssen wir so hier hin. Gell? Hey! Hier ist ein neues Modell! Willkommen im Fürst von Schrotternich, Zuflucht und Erholungsheim für die toughesten aller Schrotter. Ich bin okay. Gell, der Betreiber. Ist mir ein Vergnügen, dich kennenzulernen. Ich bin Max Deus. Ui, so formell. Das Vergnügen ist ganz meinerseits, mein Guter. Angelo Alonso, zu Diensten. Nenn mich ruhig, Gell. Soll ich dann mal einen Deckel für dich aufmachen? Oder willst du dein Glück auf den Feldern versuchen? Ich nehme deine Credits immer gern, egal wofür. Ich will reich werden. Fürst von Schrotternich ist ein etwas komischer Name für einen Schrottplatz, oder? Ja, das auf jeden Fall. Das ist quasi ein Insider. Erstens sind wir hier draußen die einzigen unserer Art. Zweitens stammen die Mechs, die wir ernten, hauptsächlich von der First Cavalry. Die Einheit hatte im Koloniekrieg den Auftrag, das Patt auf dieser Welt zu brechen. Hätten sie auch fast geschafft, aber naja, letztlich dann eben doch nicht. Weshalb wir jede Menge Schrott zur Verfügung haben. Also dachten wir uns, wir benennen den Laden nach den Leuten, denen wir das zu verdanken haben. Ah, okay. Weißt du sonst noch was über diese First Cavalry? Sie galten als die beste verdammte Mech-Einheit in der Freestar-Miliz. Vielleicht in der ganzen Galaxie. Ihr Anführer, Major Paxton Hull, war ein taktisches Genie. Er war den UC den ganzen Krieg über immer einen Schritt voraus. Bis sie nach Nira gekommen sind. Die Kämpfe waren wohl brutal. Der Großteil der First Cav wurde zwischen den Aliens und der Verteidigung der UC aufgerieben. Hull ist durchgedreht. Er hat es nicht verkraftet, dass so viele gute Soldaten gefallen sind. Den Befehl zum Waffenstillstand hat er einfach ignoriert. Er war überzeugt, dass sie kurz vor dem Sieg stehen. Und seine Leute sollten nicht umsonst gestorben sein. Also kamen Hull und die anderen Überlebenden der First Force Kriegsgericht und wurden eingesperrt. Und das war's. Ich suche einen Roboter namens Kaiser. Kaiser? Hier gibt's keinen Bot, der so heißt. Oh, meinst du vielleicht Captain Ahab? Zumindest nennen wir ihn hier alle so. Keine Ahnung, wie er wirklich heißt. Er hat nämlich so eine Art Sicherheitsprotokoll, das Fragen oder freundliches Geplauder unterbindet. Aber er ist ein Kampfbot, stimmt's? Ja, die Maschine ist schon länger da draußen. Jagt immer diese eine Siren. Sein weißer Wal. Ist aber schon eine Weile her, dass jemand Captain Ahab gesehen hat.
Vielleicht hat er das Ding ja erwischt. Oder es ihn. Das könnte er sein. Der Roboter, den ich suche, arbeitet für die Xeno-Einheit der United Colonies. Nochmal zum Mitschreiben. Nicht Ahab Kaiser. Was ist ein Siren? Das interessiert mich. Ein ganz fieses Alien. Ein Überbleibsel des Koloniekriegs. So gut wie blind. Spürt seine Beute mit extrem unangenehmen Schreien auf. Die ersten davon wurden als Xeno-Waffen nach Nira gebracht. Aber die Biester sind längst alle tot. Sie haben aber genug Babys zurückgelassen, die da draußen seither mächtig für Abwechslung sorgen. Okay, weißer Ball, wovon redest du? Hey, ich glaube, das interessiert mich jetzt ja nicht. Aber der Roboter, den ich suche, arbeitet für die Xeno. Daher kenne ich dieses Abzeichen. Red Devils. Oh ja, Ahab ist definitiv dein Bot. Klingt so, als hättest du zwei Optionen. Kannst ruhig da draußen rumspazieren und deinen Bot jagen. Deinen eigenen weißen Wal sozusagen. Mhm. Vielleicht findest du ihn oder du gehst dabei drauf. Wir kennen uns hier aus, das gehört zum Job. Wenn du ihn also deutlich schneller finden willst, verkaufe ich dir die Infos, die ich über Kaisers Standort habe. Der Standardpreis hat's in sich, aber für einen guten Grund. Nee, dann suche ich lieber selber 1000 Credit. Wir finden doch sicher irgendeine Lösung. Dieser Roboter könnte der Schlüssel sein, um die Galaxie von Terrormord-Angriffen zu befreien. Tja, schön für ihn. Aber das füllt unsere Tanks nicht mit Acetylen. Und mal ganz ehrlich, was macht irgendein Morph-Angriff da draußen für einen Unterschied? Sorry. Ich versuche ihn mal zu überzeugen. Ich höre. Okay, es gibt sicher einen Weg, wie wir hier beide zufrieden auseinander sind. Sieh mal, ich verstehe das. Du hast deine Befehle, ich habe meine. Okay, ich mach das. Mag sein. Ich würde dich nicht fragen, wenn es nicht wichtig wäre. Vielleicht kann ich eine Ausnahme machen. So. Ich brauche nur Informationen. Die Sache wird nicht auf dich zurückfallen. Versuch das mal. Nein! Geht nicht. Leider. So läuft das leider nicht. Ich muss hier meinen Lebensunterhalt verdienen, okay? Tut mir leid, aber der Preis ist fix. Ja, dann werde ich da draußen mein Glück versuchen. Wie du meinst. Das Süddock ist ein guter erster Orientierungspunkt. Und falls du es dir anders überlegst, das Angebot steht noch. Okay, Süddock. Wo geht's nochmal raus? Hier, glaube ich, oder? Wo geht's raus? Hier. Hier ist der Ausgang. Beziehungsweise, ich würde das dann in der nächsten Folge machen wollen. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.